Hi, schön, dass ihr da seid. Es ist ein bisschen schade, weil ich dadurch, dass die Kinder gerade relativ spät ins Bett gehen, nicht wirklich dazu komme, draußen zu filmen, weil es dann draußen schon dunkel ist. Und deswegen habe ich mir das einfallen lassen, weil viel im Auto passiert, deswegen ist es so schade, ne? Und ich würde euch gerne zeigen, was drinnen passiert. Aber ich filme ja tagsüber auch schon einiges. Und deswegen können wir uns jetzt einfach gemeinsam hier am Computer anschauen, was ich heute und gestern alles gemacht habe. Und dann können wir da ein bisschen drüber reden. Also, los geht's. So, wir haben angefangen mit dem Lattenrost. Diesen Lattenrost habe ich geschenkt bekommen. Vielen Dank, Michael, an dich. Ich weiß, du siehst es, dass ihr uns den geschenkt habt. Der stand noch rum und super schickes Ding. Ging auch relativ easy einzubauen. Da ist mir leider bei der Aufnahme dann der Akku von der Kamera leer gegangen, sodass wir den Rest dann einfach so aufgebaut haben. Das war, ne, im Endeffekt nach Anleitung. Ne? Na, wo sind wir denn jetzt? Na, egal. Jedenfalls, genau, haben wir den Lattenrost aufgebaut. Und dann im Laufe des Tages habe ich noch mehr gemacht, aber das, wie gesagt, nicht gefilmt. Was ich noch gemacht habe, ist eine 12-Volt-Leitung verlegt. Und zwar da, wo vorher die 230-Volt-Leitung lief, also hier unten rum durch den Boden durch. Diese beiden Kabel habe ich ja einzeln gekauft und ich habe die dann durch so einen Wasserschlauch durchgeführt einfach, ne? Da unter dem Boden durch, hier nochmal ein Stück Isolierung dran gepappt, damit da auch wirklich nichts durchsteuern kann. Und da habe ich die zuerst hier in dem kleinen Loch da durchgeführt, aber das war mir dann doch zu eng, zu stark um die Kurve. Man sieht da auch, da hat das Kabel schon so einen leichten Riss. Ne, und das schunkelt halt auch beim Fahren. Ja, genau. Also das war mir einfach zu heikel, das da durchzuführen. Deswegen, op, sieht man es, wo es jetzt lang geht. Ja, da ist nochmal dieser Riss. Und meine schmutzigen Fingernägel. So, und dann hier durch dieses Loch jetzt durchgehen. Und dann können wir da einfach eine 12-Volt-Steckdose hinmachen und da kommt dann die Kühlbox hin. Getauscht habe ich die beiden Kabel vor allem deswegen, weil bei 12 Volt die Länge des Kabels eigentlich richtig entscheidend ist. Also da soll es wirklich möglichst kurz sein. Genau, das haben wir in dem Fall. Bei 230 Volt spielt die Länge eigentlich überhaupt keine große Rolle. Deswegen werden wir das 230 Volt Kabel einfach oben rumführen. So, da ist schon ein Metallwinkel dran. Zack. Der ist da wunderbar solide. Auf der anderen Seite kommt auch noch einer hin. Vorgebohrt ist schon. Ja, und dann werdet ihr sehen, was da im Laufe der Zeit jetzt passiert ist. Weil auf die Höhe kommt dann ungefähr das Bett, wo wir hier angefangen haben. Also. Los geht's. Yay. So. Wir nehmen die alten Schrauben vom Fahrzeug, die ich schon rausgenommen habe. Die sind selbstbohrende Blechschrauben. Da muss man ein bisschen anhalten und dann zack, gehen die durch. Das läuft. Ich nehme deswegen so viel alten Kram, auch den Lattenrost, den ich geschenkt bekommen habe und nicht irgendwie was anderes. Und die alten Schrauben und die alten Seitenwände zur Verkleidung und so, weil es halt auch ein bisschen darum geht, Ressourcen zu sparen, nachhaltig zu arbeiten. Natürlich auch ein bisschen Geld zu sparen, wo es geht. Aber halt auch einfach das herzunehmen, was ich da habe. So, ne? Warum soll ich was Neues kaufen, wenn ich die Sachen noch da habe und wenn ich die nehmen kann? Und klar, so einige Teile kaufen wir, aber einige eben auch nicht. So, rennen mit den Schrauben. Zack, zack, zack. Sechs Stück. Gleiches Spiel an der anderen Seite. Rup. So. Dann haben wir hier. Also diese Verkleidungen waren nicht alle so super top. Deswegen habe ich eben die eine hier noch aus einer alten Schrankrückwand, die ich vom Sperrmüll habe, zugeschnitten, ne, die so super wunderbar gepasst hat. Da müssen wir jetzt noch einen kleinen Ausschnitt machen, eben für diesen Metallwinkel. Aber das hatten wir doch gerade schon, oder nicht? Ah, genau. So, jetzt seht ihr. Da passt von der Reihenfolge nicht so ganz zusammen, ne? Wisst, was passiert? Wir zeichnen an und dann machen wir die Löcher. Ah ja, und hier seht ihr jetzt auch schon die fertige Verkleidung im Endeffekt. Ist noch nicht ganz feste dran. Und was ihr auch erkennen könnt, ja genau, wir haben hier diese
Löcher, die alten Schrauben einfach hergenommen zum Befestigen. Das sind so Plastikmuttern, Beilagscheiben mehr oder weniger mit dabei. Und unten nehmen wir einfach diese Stöpsel, das sind auch so Plastikstöpsel, die man einfach drauf steckt. Genau, da seht ihr es wunderbar, die halten das Ganze noch echt gut in Position. Und dann natürlich wieder die Schrauben mit dazu. Zack. So, was wir auch gemacht haben und was eine ziemliche Frickelei war. Oh ja, hier, da müssen wir noch was machen. Das passt nicht so gut übereinander. Da kommt noch so eine Leiste dahinter. Wir haben uns dann aber nicht genau für dieses Teil entschieden, sondern für ein Stück Holz, weil einfach die Schrauben besser greifen, weil das ist einfach alles nur so Pappe-Zeug, ne? Das ist nicht ganz so ideal. Was man jetzt hier ganz am Anfang noch, genau, zack. Ja, hier diese Schlauchstücke, ne? Und hinten haben wir es auch schon. Da werden Rebschnüre durchgeführt, dass man da dann Hängematten aufhängen kann, auf beiden Seiten. Das war eine ziemliche Arbeit, dass dann so von hinten muss man so rumgreifen und die dann einen durch und so, während diese Wand halt da hing und dann ist es wieder rausgerutscht auf der anderen Seite. Ah, es war ein, ja, das war nicht ganz so clever gelöst. Ich hätte die Schlauchstücke einfach noch ein bisschen länger lassen sollen, dann wäre das alles einfacher gewesen. Tipp fürs nächste Mal, ne? Oder wenn ihr sowas vorhabt. Genau. Da kommen wir jetzt noch ganz gut hinten ran und können eben dieses Stück. Ja, genau, da seht ihr es ja. Habe ich nochmal deutlich gezeigt. Sieh an, sieh an. Genau, aber ansonsten passt das jetzt eigentlich ganz gut. Sieht gut aus. Kann man so lassen. So, das Brett haben wir drin, wie ihr an der Seite sehen könnt. Und ansonsten, ja. Da seht ihr jetzt dieses Stahl-L-Profil, das im Endeffekt den Lattenrost dann halten wird. Oder hält. Upp, da wackelt die Kamera ganz schön. So, vorbohren ein bisschen, kann nicht schaden. Erst durchs Holz durch und dann mit dem Metallbohrer noch durch Stahl und dann die, auch wieder eine alte Schraube einfach hergenommen mit einer dicken Mutter. Wieso sage ich immer Mutter? Beilagscheibe. Die eben auch noch vom Fahrzeugausbau, also von den Sachen, die ich rausgeholt habe, mit drin war. So, hat nicht so gut funktioniert. Wir mussten nochmal eine andere Schraube nehmen, die war ein bisschen schmutzig. Hier habe ich Schluss. Ich glaube, ich habe ein bisschen größer vorgebohrt. Was habe ich denn gemacht? Auf jeden Fall hat es nicht so gut funktioniert. Nein, neuen Akku habe ich mir genommen, deswegen. Ja. Der Akku von der Makita, von dem Akkuschrauber. Ich habe zwei Akkus, den einen lade ich immer auf, wenn ich den anderen benutze und den inzwischen aber immer ganz schön immer wieder nachmessen. Das große Problem ist, das Auto steht ja nicht im Wasser, ne? Also es steht ja nicht waagrecht am Boden. Das heißt, man muss alles immer am Boden oder am Fahrzeug selbst irgendwie ausrichten und abmessen. Vorne machen nochmal ein bisschen locker, schieben nochmal ein bisschen hoch und schrauben dann nochmal zu und dann passt das. So, jetzt erzähle ich nochmal lustige Sachen. Genau, den Balken. Einen dieser Balken hatte mein Dad noch rumliegen. Wir haben dann einfach noch einen zweiten beim Bauhaus besorgt, dass das vorne und hinten gut passt. Da liegt diese Metallschiene auf. Zack, auch schön befestigt. Ne? So einen dicken Balken deshalb und nicht nur so eine dünne Holzlatte, weil die dann auf jeden Fall das Gewicht tragen wird. Und zwar ohne, dass ich eine Mittelstütze mit einbauen muss, die wiederum Platz wegnehmen würde. Ne? Klar, es ist ein relativ dicker, massiver Balken. Ja, hier seht ihr nochmal, wie ich dieses kleine Brett da hinten gemacht habe, damit die beiden Rückwände schön aneinander anschließen und nicht eben versetzt sind, weil da hatten wir eine kleine Lücke drin. Kommt dann natürlich noch Stoff drüber, das habe ich oft genug gesagt, dass das alles verkleidet wird. Ne? Wir kleben dann nochmal eine Stoffwand drüber, das sorgt ein bisschen mehr für Stabilität. Und dann kommt nochmal so ein Wandteppich tatsächlich noch dran, der ganz schick ausschauen sollte, für unseren Geschmack. Ja, richtig, genau. So, und diese Teile hier, genau, das ist ein altes Blechregal, Metallregal, das mein Dad noch im Keller stehen hatte. Und da haben wir heute schon angefangen, die Verkleidung für den Radkasten zu schneiden und zu biegen. Genau, da seht ihr später noch ein bisschen was. Gut. Yay, sehr gut. Da nochmal
Ja, das ist ein bisschen knifflig, die Metallschiene da am Radkasten zu befestigen. Wir mussten da relativ weit unten bohren, weil es liegt halt auf diesen 2 cm Isolierung, liegt die Schiene auf. Also wir haben schon wirklich das unterste genommen. Aber es ist halt trotzdem nicht viel Blech an diesem Radkasten dran. Das sind nur so ein paar kleine Laschen. Und die muss man halt irgendwie erwischen, damit wir die Schiene da befestigen können. Und es hält nicht so super stabil an den Stellen. Aber immerhin, es liegt halt auch auf. Ne? Deswegen dürfte das alles halb so wild sein. Auch wieder die selbst schneidenden Schrauben, die wir aus dem Auto rausgenommen haben, die schon drin waren, werden hier überall wieder einfach wieder verbaut. Rin damit. Vroom, vroom. Da ist mal wieder der Akku leer geworden. So, ein neuer Akku. Zack. Andere Schraube vielleicht auch. Ja, diese mal durchgedreht, die war nicht so geil, ne? Genau, blöde Schraube. Größeres Loch nochmal gemacht. Jetzt passt das. So, nochmal Gas. Und dann. Ja, immer noch wackelig, aber mit einer zweiten und dritten Schraube an der Stelle. So, dann wollte ich hier, habe ich mir gedacht, okay, befestige ich noch die Verkleidung ein bisschen mit einer kleinen Schraube. Habe aber festgestellt, dass diese Schrankrückwand einfach so weich ist, dass ich die Schraube halt einfach zack wieder rausziehen kann. Das hat nur gebröselt alles. Habe ich das an der Stelle auf jeden Fall sein lassen. Dann wäre mir diese olle Schraube fast da unten reingerutscht. Ah, nein! Ja, war knapp. Konnte dann zum Glück. Fangen hat es auch nicht gerichtet, aber der magnetische Schraubenzieher war der Lebensretter. So eine Schraube da unten ist halt auch nicht geil, ne? Also die konnte ich da zum Glück dann raus. Wir müssen echt mal ein bisschen sauber machen in dem Laden und dann da auch definitiv noch eine Abdeckung drauf machen, damit da nichts mehr reinfallen kann. Das ist schon so eine kritische Stelle jetzt gerade. Wo man halt auch nicht mehr gut mit der Hand reinkommt, dadurch, dass die Verkleidung jetzt schon wieder drauf ist. Ja, genau. Ich habe mal geguckt, ob die Beilagscheibe da drin ist, aber die habe ich dann woanders gefunden. So, dann dreht sich das Bild noch ein bisschen. Jetzt, genau, an der Stelle habe ich es nochmal ein bisschen mit der Verkleidung gezählt. Mein Dad hat noch überlegt, ob man da nicht noch eine Stütze irgendwie mit einbaut, damit es an der Stelle ein bisschen stabiler hält. Mit dem Blech, das übrig war. Aber das haben wir dann doch sein lassen. Das hält eigentlich echt stabil. Also an der Stelle mache ich mir eigentlich echt wenig Sorgen, weil da eben auch der dicke Balken ganz in der Nähe ist. So, diese Balken festzuschrauben ist auch keine so entspannte Arbeit, wenn man eben von unten ran muss. Löcher vorgebohrt ins Holz und dann legt man sich da ganz bequem unten rein, legt sich alles, was man braucht, parat und dann versucht man möglichst viel Druck aufzubauen und mit der anderen Hand gegenzuhalten, anderen Hand gegenzuhalten. Aber es ist dann doch praktischer, wenn jemand zweites mit dabei ist und von oben schön den Druck aus. Und dann geht das schon. Sind halt auch nur Schrauben ins Holz rein. Ne? So, stabiles Teil. Haben wir schon mal Probe gesessen, ob der stabil genug ist. Und dann kommt auf die andere Seite. Also auf der einen Seite ist das Stahl-L und wenn man aufs Bett drauf schaut von innen, auf der linken Seite kommt dann dieses Holzbrett. Das wird jetzt dann gleich zugesägt und nochmal so ein Profil, wo dann der Latten was drauf liegt. Ne? Und das beides stützt sich dann halt gegenseitig, wird mit richtig viel Erdtrag, könnt ihr es anders sehen. So, ja, genau. Und dann seht ihr hier auch diese Winkel, die wir da hernehmen, damit wir das eben so oben drauf setzen können, weil eben oben drauf dann der Latten rauskommt und da oben drauf dann noch die Matratze, sodass wir da ein schönes Bettgestell haben. Wir müssten von diesem Winkel noch ein Stück absägen, das haben wir jetzt hier gerade angezeichnet, damit die unten nicht rausstehen. Ah, ganz schön unscharf, der Autofokus nicht funktioniert. Naja, natürlich immer schön Maß nehmen, alles im Auto am besten abmessen, am Gerät selber. Und dann werden die Dinger festgeschraubt. Erst auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite. Gott, ist das unscharf. Eieiei, Kinders. Naja.
Also Schrauben in Holz reindrehen, das kriegt jeder hin. Ja, da erkennen wir es vielleicht ein bisschen. Und dann das Metallprofil abmessen. Das wird noch abgesägt. Dann geguckt, okay, wie weit machen wir es? Und wir lassen es tatsächlich über vorne über die komplette Länge, hinten gar nicht so sehr. Und die Seite, ja, jetzt haben wir schön. Ah, jetzt sieht es besser aus. Genau. Jetzt kann man es ganz gut erkennen, wie das gemacht ist. So, und das ballern wir jetzt mit Schrauben ohne Ende fest. Da. Zack, zack. Also wir haben wirklich hier noch eine. Wir haben in jedes dritte von diesen kleinen Löchern da haben wir eine Schraube reingemacht. Mehr oder weniger. Hier die beiden Profile miteinander, das hat auch geklappt. Wunderbar. So. Dann einmal Platz machen unterm Bett, wenn man da dann vielleicht nicht mehr so gut reinkommt. Und dann kommt der Lattenrost. Da ist er, Michael, das gute Stück. Vielen Dank dafür. Nochmal echt großartige Spende. Freut mich riesig, dass ihr den habt. Den kann man auch, man sieht so ein bisschen, man kann da das Kopfteil hochklappen. Was wir allerdings weniger für den Kopf nutzen werden, sondern ich werde es wahrscheinlich auf die Innenseite hier machen, sodass man einfach an den Stauraum unten auch nochmal leichter irgendwie rankommt. Ne, man kann einfach hochklappen und dann unten reingreifen. Das könnte sich als praktisch erweisen. So, zack, rin. Auf der anderen Seite, genau. Und dann schieben wir das Holz an, damit wir da das perfekte Maß haben einfach. Ne? Und gar nicht großartig messen müssen, sondern direkt am Teil selber einfach ausprobieren können. Ja, Leute, so wird das dann ausschauen. Ja? Wunderbar. Und da ist echt noch so viel Stauraum unten drunter. Ich bin echt begeistert, wie viel Platz wir da noch haben. Für alles Mögliche, was wir mitnehmen wollen. Eigentlich wollen wir reduzieren, ne? Und dann freue ich mich, dass wir viel Platz haben. Naja, genau. Da sieht man nochmal schön die Winkel, die wir hernehmen, wie wir das befestigen. Zack, genau so. Schauen, dass das Brett schön im rechten Winkel ist. Auch mein Dad hält da den Winkel an. Und ja. Dann haben wir hier an der Stelle noch, das ist hinten jetzt die Ecke, rechts hinten. Ja, ihr seht, das biegt sich ganz schön durch. Und deswegen wollen wir das einfach mit so einer Holzleiste noch, die wir da auch mit einfach an die Wand schrauben, mit befestigen. Tatsächlich gar nicht am Boden fest, wir haben eine kleine Lücke zum Boden gelassen, damit sich das ein bisschen bewegen kann und nicht zum Quietschen anfängt. Das ist nämlich tatsächlich, glaube ich, ein Problem. Ich hatte bei der Herfahrt schon das Gefühl, dass es an der einen oder anderen Stelle ganz schön quietscht. Weil vermutlich der Boden oder irgendwas aneinander reibt. Holz an Metall, Holz an Holz. Keine Ahnung. So, wir müssen die Löcher nochmal ein bisschen größer bohren. Und drin. So, und dann hält das jetzt auch. Immer noch nicht ideal, aber gerade da hinten in der Ecke, wo es eben auch kritisch ist, doch ganz gut. Hier, ja. Also wir überlegen noch, ob wir den Lattenrost, wahrscheinlich werden wir den Lattenrost einfach auch noch komplett hier vor durchgängig verschrauben, sodass eben das Holz vom Lattenrost auch nochmal mitträgt und dann müsste das gut halten. So, hier seht ihr jetzt noch das alte Blechregal, das dann zugeschnitten wird für die Verkleidung. Das war jetzt das Letzte, was wir heute noch angefangen haben. Da werden wir morgen dann noch weitermachen. Ja. Wieder mit der Blechschere, die ich auch schon für den Ausschnitt der Fenster genommen habe. Das hat wunderbar funktioniert. Ein paar kleine Stellen haben wir geflext, wo es mit der Blechschere nicht so gut funktioniert hat. Und biegen lässt sich dieses Blech auch wunderbar. Ich glaube, das wird eine ganz, ja, ich glaube, das wird eine gute Lösung. Trägt überhaupt nicht auf, hat kaum Gewicht, ist wirklich eng, ganz eng am Kasten dran. Also, genau, da bin ich mal gespannt, ob das so rausgeht, wie wir uns das vorstellen. Zack, 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 genau, das war's. Denke ich, ja, passiert nicht mehr viel. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuschauen heute. War eine lange Sache, glaube ich. Keine Ahnung, nur mal schauen, wie lange das gedauert hat. Jetzt seid ihr mal so ein bisschen im Bilde, was denn heute passiert ist. Ich glaube, gerade Petra, du guckst es dir, glaube ich, jetzt auch gerade an, damit du so ein bisschen auf dem Stand bist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob das cool ist auf die Art und Weise, wenn es so super ausführlich ist oder doch lieber die kurze Zusammenfassung, was euch lieber zum Anschauen. Genau, freue mich drauf, wenn ihr da ein bisschen mit mir in Austausch tretet. So, bisher. Cool. Alles klar. Bis dann.